Wir haben 18 Weltpremieren, von jeder Marke eine Weltpremiere dabei. Mein Favorit ganz persönlich ist natürlich die neue Großfräsengeneration von Wirtgen. Das ist eines der Highlights, die wir präsentieren. Ja, liebe Leute, ich bin hier auf der Baum, auf einem der größten Messestände, nämlich von der Wirtgen Group. 13.000 Quadratmeter. Und wenn man den Messestand hier sieht und vor allen Dingen dieses Gebäude hinter mir, dann würde ich mal sagen, ist Messestand eine schamlose Untertreibung für das, was hier aufgebaut ist. Und das ist ja Wahnsinn, das ist alles nur für eine Woche Bauma. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schaue mich mal bei der Wirtgen Group hier so ein bisschen um. Denn es sind ja ein paar verschiedene Marken, die mittlerweile zur Wirtgen Group dazugehören. Aber das kann ich natürlich nicht alles alleine. Und deswegen habe ich jemanden zur Seite, nämlich den Mario. Mario, grüß dich. Grüß dich. Wir haben uns schon öfter gesehen, ne? Aber nur alle drei Jahre während der Bauma. Das ist ja, quasi unser Highlight hier. Ja. Ihr seid ja mittlerweile als Wirtgen Group 5 Unternehmen. Wirtgen, Straßenfräsen, ja. Klassiker. Dann Hamm, die Walzen. Ja. Dann Vögele, die Straßenfertiger. Richtig. Dann haben wir noch Benninghofen. Das sind die großen Asphaltmischanlagen. Ja. Und Klemann. Genau. Habe ich neulich noch im Steinbruch gesehen. Und es gab ja noch in der Zwischenzeit auch eine kleine Veränderung bei euch im Unternehmen, denn habe ich schon mal darüber berichtet, ihr seid ja jetzt Teil von John Deere, ne? Genau. Wir gehören zu John Deere und haben die Kollegen von John Deere das erste Mal mit zur Bauma genommen. Das ist der erste Auftritt von John Deere in Europa, zusammen mit der Wirtgen Group. Und dementsprechend sind sie auch im Standkonzept integriert. Ich meine, es gibt doch keinen anderen, der das Thema Straßenbau so abdeckt wie ihr, ne? Wir decken den kompletten Kreislauf ab. Richtig, ja. Genau. Und da sieht man auch die Synergien mit John Deere. Unser Thema ist Smart Synergies and Innovations. Das ist unser Messemotto. Würde ich sagen, gehen wir mal runter, oder? Mario, das ist jetzt euer neues Schätzchen hier. Die Wirtgen W210 FI. Genau, also die Maschine kann zwischen 2 Meter und 2,50 Meter fräsen. Jetzt sehe ich hier so ein Bedienpanel, das finde ich ja ganz schick. Obwohl wir gar nicht oben auf der Maschine stehen, sondern hier unten. Und hier kann ich verschiedenste Funktionen aussuchen. Was ist zum Beispiel hier Mill Assist? Das ist das Assistenzsystem, was auch neu an der Großfräse ist. Man kann hier zum Beispiel dann auswählen die Oberflächenstruktur, die man haben möchte. Die reicht von 1 bis 10. 1 ist ganz grob, 10 ist, dann wären wir im Bereich von Feinfräsen. Ja. Und das kann man im Prinzip hier vorher eingeben, sodass die Maschine dann entsprechend das Fräsbild auch erzeugt. Fräsmeißeltyp, genau. Gibt es auch verschiedene, den Richtig. Wähle ich jetzt hier aus. Ach, wie cool. Genau, die unterschiedlichen Fräsmeißel, die angeboten werden. Ja. Genau. Und dann haben wir das eingestellt und dann drücken wir auf Go. Und die Maschine, das ist ja das Intelligente an der Maschine, die errechnet jetzt die optimale Balance zwischen Power, Wirtschaftlichkeit und zwischen dem Fräsbild. So, und das macht die Maschine selber. Deshalb intelligentes Assistenzsystem. Der Maschinenfahrer kann sich darauf verlassen. Ist das auch reaktiv? Dass geguckt wird, wie kommt die Fräswalze durch, wie hart ist das Material. Genau, dieser Fräsprozess, der gesamte Fräsprozess wird in Echtzeit abgebildet. Aha. Alle Parameter werden dort miteinander verglichen und die Maschine oder das System sucht sich den optimalen Wert dazwischen aus, wenn er im Automatikmodus fährt. Aha. Der Fräsenfahrer kann aber auch sagen, mir kommt es jetzt nur auf das Fräsbild an, dann haben wir genau diese Einstellung. Und dann ist da der Fokus drauf. Und das Gleiche geht auch für Wirtschaftlichkeit. Oder auch wenn man sagt, man muss schnell fräsen, dann ist man im Power-Modus. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach auch die Frästiefe einstellen, ganz intuitiv. Das hier sind Basisdaten im Motor, Öltemperatur 10 Grad. Da ist ja jetzt so ein bisschen, würde ich mal sagen, das ist ungefähr die Außentemperatur. Es ist so ein bisschen schattig. Und das habe ich hier immer im Blick, obwohl ich hier unten stehe als Bediener. Hier unten bei der Maschine ist, der kümmert sich hauptsächlich auch um die Nivellierung. Ja. Da sagen wir Groundman zu. Und das ist also in der Praxis halt gängig, dass wir da einen zweiten Bediener haben. Und der hat im Prinzip dasselbe Display, was der Bediener oben hat. Was ist jetzt hier? Fragezeichen? Ach, genau. Du ahnst es ja nicht. Komplettes Handbuch mit. Richtig. Also sogar mit Fotos. Warte, hier geht's weiter. Funktionsweise, richtig. Mill genau Assist, erklärt. Wenn keine der Tasten 1 bis 3 betätigt sind, ist der Mill Assist im Standardbetrieb und treibt die Maschine im optimalen Verhältnis aus Kosten und Leistung. Fräsen ohne Mill Assist ist dann 4 und diese manuell, Option genau. ist dann auch auf meinem Bedienpanel. Genau. Also der Fahrer könnte jetzt auch sagen, ich arbeite jetzt ohne Mill Assist. Ja. Na, ich bin erfahren, ich weiß genau, wie ich fahren muss, geht da auf manuell und bedient die Maschine, wie er es vorher auch getan hat. Nur mit dem System wird ihm halt vieles an Arbeit abgenommen. Das finde ich gut, weil unter unseren Videos hört man öfter mal, wenn es so um Assistenzsysteme geht, dann heißt es, naja, brauche ich nicht oder will ich nicht. Im Prinzip, ihr bietet es an. Genau. Wer meint, er kann es manuell besser oder möchte das nicht, kann nach wie vor das so bedienen wie zuvor auch. Genau. Cool. Können wir uns oben noch mal umschauen?
Das ist jetzt hier der Bedienstand. Ich sehe viele Tasten, aber sieht sehr übersichtlich aus. Ja. Das Display ist ja genau das gleiche wie unten, ne? Genau, ist identisch. Kameras habt ihr? Fräswalze unten, dann sehen wir die Nullkante im Prinzip, ne? Wie nah sind wir am, in dem Fall jetzt Bordstein dran. Verladeband vorne, eine Kamera und natürlich für die Rückansicht, was hinter der Maschine passiert. Das sehe ich ja in der Kamera doch deutlich besser wahrscheinlich, als wenn ich jetzt hier immer so gucken müsste, oder wie ist das? Ja, also der Fahrer hat zwei Möglichkeiten. Er sitzt ja dort vorne, das heißt, er hat immer freie Sicht auf die Kante, auch durch die Wespenteile der Maschine alleine. Das ist natürlich dann auch ein großer Vorteil, aber er hätte über die Kamera natürlich zusätzlich auch die Möglichkeit, da nochmal zu schauen. Was ist das hier? Ne? Einfach reinschieben, wenn die Baustelle beendet ist, zumachen und damit Vandalismus geschützt. Ah, okay, kann ich abschließen. Das ist ja cool. Ja. Hier sehe ich so eine Gleitschiene, das heißt, du kannst zack, kannst du das eben hier hinschieben. Das ist natürlich feine Sache. Und was ist das hier? Das ist noch ein weiteres Bedienpanel. Das könnte man im Prinzip jetzt nutzen für das Verladeband. Ja. Ne, das heißt, das Verladeband steuern, Bandgeschwindigkeit, schwenken. Das kann der Fräsenfahrer sich im Prinzip auch customizen. Ne? Das heißt, er kann Favoriteneinstellungen wählen, so wie er das im Arbeitsalltag auch am besten braucht. NFC, Near Field Communication, darunter verstehe ich, dass ich irgendwas hier mit dem Handy koppeln kann. Digitalisierung, großes Thema, ist auch bei unserer Großfräse jetzt neu, der Wirtgen Performance Tracker, wo wir Fräsaufgaben ermitteln oder die verschiedenen Werte ermitteln und auch gleichzeitig dokumentieren können. Das heißt, am Ende der Jobzeit wird ein Aufmaßbericht sofort an das Dispositionsbüro gesendet und der Kollege im Büro hat sämtliche Daten direkt zur Verfügung. Wie viel habe ich gefräst, wie viele Quadratmeter? Würde ich sagen, gucken wir uns das im Technologiecenter machen, oder? Sehr gerne. Also WPT steht für Wirken Performance Tracker. Genau. Okay. Wir messen im Endeffekt die Fräsleistung der Maschine. Ja. Wie viel Quadratmeter, welche Frässtrecke, welches Volumen, wie viel Tonnage. Aber es wird ja immer dann kompliziert, dann werden wir nicht genau eine volle Frässpur machen, sondern wenn wir irgendwo in den Teilschnittbereich gehen. Ja? Also wenn sich die Frässweite variiert. Und was sehen wir jetzt genau hier? Ja? Wir haben jetzt halt nicht mehr einen kompletten Schnitt, sondern haben im Endeffekt noch hier ein Reststück. Okay. So, und der kann ja auch variieren in der Breite. Und dafür haben wir vorne zwei Lasersensoren und die scannen die Fahrbahn vor der Maschine und messen dann genau, was habe ich gefräst. Hier ist es nochmal gezeigt, das sind diese Lasersensoren. Genau. Oder diese die Laser, die hier messen, das ist wahrscheinlich GPS. Genau, für die Positionsbestimmung. Genau. Wir haben jetzt zwei Lasersensoren vor der Fräsmaschine. Die Daten laufen alle in die TCU und von da in unser Portal geschickt. Da generieren wir den Aufmaßbericht. Dann bekommt der Kunde eine E-Mail und sieht ganz genau, was die Maschine gemacht hat. Also ich habe hier 1812,9 Quadratmeter gefräst. Frästiefe 20,4. Im Durchschnitt, genau. Im Durchschnitt, okay. Und hier sehe ich rot und blau. Sind das hier meine Fräsbahnen, die hier drin sind? Genau, das sind die Stellen, wo gefräst worden sind. Also wenn man jetzt noch ein bisschen weiter reinzoomen würde, dann würde man sehen, dass das mehrere Bahnen nebeneinander sind. Okay. Aber das ist zum Beispiel die erste kleine Baustelle, die er gemacht hat. Und dann hat er später hier weitergearbeitet. Also hier siehst du jetzt exemplarisch verschiedene Fräsflächenqualität. Genau. Von wirklich ganz grob bis ganz fein. Schneidtechnik ist ein großes Thema bei Wirtgen. Es gibt immer neue Ansatzpunkte, wo man es noch besser machen kann. Und wenn wir eine neue Maschinengeneration haben, kommen wir dann tatsächlich auch mit den neuen Schneidwerkzeugen dazu. Da ist das Spezielle bei der neuen Großfräsengeneration, dass der Wechsel dieser Fräsmals extrem schnell geht. Den kann man jetzt in unter 15 Minuten schaffen. Du kannst einen Asphalt, der vielleicht an Grip verloren hat, hier mit dir aufrauben. Genau, richtig. Bei meiner Hausstrecke vor der Tür. Mhm. Ich habe da so ein paar Kurven, wo ich mit dem Motorrad so ein bisschen ins Rutschen komme. Könntet ihr mal vorbeikommen und dann? Ja, eine Möglichkeit. Ja, machen wir einen Jobreport. Ja, Leute, das war der Wirtgenstand auf der Bauma 2019. Ich fand es wieder super interessant und Hightech pur in so einer Straßenfräse. Hätte ich nicht geglaubt. Und an der Stelle empfehle ich euch auch nochmal meinen Beitrag von den Technologietagen. Da habe ich auch noch viel mehr Produkte aus der Wirtgen-Gruppe gezeigt. Blende ich euch gerade in der Karte da ein. In diesem Sinne, tschüss und bis dann. Ja.